Ein herzliches Grüß Gott von einer kleinen Schwester des großen Dominikaners, Chenu. Ja, Chenu und Yves Congar. Alles große Männer, an die wir nicht heranreichen, aber wir versuchen unser Bestes in der gegenwärtigen Kirche. Ich möchte Ihnen einen Satz zitieren, den Sie vielleicht auch kennen. Mit ihm beginnen: Ich habe im Laufe der Jahre Hoffnung und Zuversicht verloren, dass die römisch-katholische Kirche sich wirklich wandeln kann. Mit diesen dramatischen Worten begründet der ehemalige Speyerer Generalvikar Andreas Sturm, den ich auch persönlich kenne, vor wenigen Wochen seinen Austritt aus der katholischen Kirche. Und die Journalistin Anne-Susanne von Ehr schreibt dazu bedauernd am 16. Mai in der Rheinpfalz: Er ergriff das Wort für die Priesterweihe von Frauen, die eine neue Sexualmoral der Kirche, die Aufhebung des Pflichtzölibats und die Segnung homosexueller Paare. Wegen des fehlenden Reformwillens in der römisch-katholischen Kirche ist Andreas Sturm jetzt ausgetreten. Fehlender Reformwille in der katholischen Kirche. Gibt es den wirklich? Der synodale Weg kämpft doch für all die eben genannten Veränderungen in der katholischen Kirche und noch für vieles mehr, zum Beispiel das Weiheamt der Frauen, Demokratisierung der Leitungsstrukturen, was noch alles so auf der Agenda des synodalen Weges steht. Wenn das die wahre Reform der katholischen Kirche bringen würde, könnten wir uns ja jetzt gemütlich zurücklegen und sagen, wir sind auf einem guten Weg. Aber es scheint doch nicht ganz so zu sein, denn selbst Andreas Sturm spürt eine Unzufriedenheit. Er hat richtig erkannt, dass nicht alle Katholiken und schon gar nicht die Kirche, die Leitung der Kirche in Rom und auch nicht die Bischöfe verschiedenster Bischofskonferenzen, auch des Auslandes und auch nicht alle Bischöfe in Deutschland, das für gut heißen, was der synodale Weg für eine nötige und gute Reform hält. So stellt sich uns die dringliche Frage: Was ist denn eigentlich eine wahre Reform der Kirche? Wie hat sie auszusehen, damit sie zu einem wirklichen Wandel und einer echten Erneuerung führen kann? Zur Beantwortung dieser Frage schauen wir auf die Heilige Schrift. Das ist meine Aufgabe, aber ich bin auch persönlich Exegetin und liebe natürlich die Heilige Schrift, nicht nur Congar, sondern ich auch. In der Offenbarung des Johannes, Offenbarung 2 bis 3, finden sich die sieben sogenannten Sendschreiben an die sieben Gemeinden in Kleinasien. Sie sind Ihnen allen bekannt. Es sind Berichte im Stil von Briefe im Stil von Visitationsberichten, wie wir sie kennen, von bischöflichen Visitationen von Pfarrgemeinden. Jesus diktiert sie dem Seher Johannes mit dem Auftrag, diese Briefe an die Gemeinden weiterzugeben. Adressiert sind die Briefe jeweils an die Engel der Gemeinde. Dahinter steht die jüdische Vorstellung, dass jedes Gemeinwesen in weltlichen wie auch in religiösen Angelegenheiten von einem verantwortlichen Engel geleitet wird. Die sieben Briefe haben alle eine ähnliche oder gleiche Struktur, kann man sagen, mit wenigen Abweichungen. Nach einer Einführung des Redenden, also nach der Einführung Jesu selbst, nennt dieser unter der einführenden Formel »Ich kenne deine Werke« die positiven Vorgänge im Leben der Gemeinde, um dann in einem zweiten Schritt offenzulegen, was nicht gut läuft, also was reformbedürftig ist. Diesen zweiten Schritt leitet er mit der Formel ein »Ich werfe dir aber vor«, also eine ungeschminkte Rede in der Bibel wie immer, »Ich werfe dir aber vor« oder »Ich habe gegen dich«. Dann folgt eine Aufforderung zur Umkehr mit Worten wie »Kehr um«, »Kehr zurück«, »Sei treu«, »Werde wach«, »Halte fest« oder »Mache endlich ernst«. Daran schließt sich dann der ermutigende Zuspruch an, wer siegt, das heißt, wer wirklich umkehrt, den werde ich den entsprechenden Lohn am Ende geben. Und schließlich enden alle Briefe mit der Formel »Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt«. Das ist so der Überblick. Grundsätzlich lassen diese Sendschreiben erkennen, dass schon in den frühen christlichen Gemeinden ein Reformbedarf entstanden war. Ihre literarische Gattung als von Jesus selbst autorisierte Briefe, der darin höchstpersönlich den geistlichen Zustand der Gemeinden prüft, beurteilt und dann zur Erneuerung aufruft,
macht sie für uns zu einem besonderen, wertvollen Schreiben, also zu einer Richtschnur für eine wahre Reform, die Gott wohlgefällig ist in der Kirche. Die Bibel als Richtschnur und diese Sendschreiben als Richtschnur für eine wahre Reform. Wie sieht eine solche Reform also aus? Der erste Brief ist an die Gemeinde von Ephesus gerichtet in Offenbarung 2,1-7. Ihr attestiert Jesus zunächst positiv, dass er sich viel Mühe gegeben habe, in Schwierigkeiten ausgeharrt habe, die falschen Apostel als Lügner entlarvt habe und ihnen keine Chance gegeben habe, also sehr lobenswert, dass sie um Jesu Willen Schweres ertragen habe und nicht müde geworden sei. Aber trotz all diesem Positiven gibt es einen wunden Punkt in der Gemeinde, ein wesentlicher Punkt, nämlich Jesus sagt, ich werfe dir vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Es gibt offensichtlich das Phänomen in der Kirche, dass eine Gemeinde nach außen hin ganz passabel dasteht, dass die vorhandenen Traditionen funktionieren und dass man auch in gewisser Weise der Lehre der Kirche treu geblieben ist, in Widerständen standgehalten hat. Und doch fehlt etwas Wesentliches, nämlich das Herz. Das Herz, die erste Liebe, die lebendige, zündende Begegnung, persönliche Begegnung der Gemeinde, der einzelnen Glieder der Gemeinde mit Jesus. Also eine geisterfüllte Zeugenschaft, Jüngerschaft. Und daraus folgt natürlich das begeisterte Missionieren und nicht nur müde Funktionieren, weil die Liebe Christi uns drängt, die erste Liebe. Dass ein solcher Mangel an einer persönlichen Liebe zum Herrn keine Kleinigkeit ist, auf die man auch verzichten könnte, wenn alles andere ja funktioniert, zeigt die anschließende Mahnung Jesu, bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist, und die Warnung, wenn du nicht umkehrst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Offenbarung 2,5. In der Einleitung zu den Sendschreiben werden die sieben Gemeinden durch die sieben Leuchter symbolisiert, unter denen der verherrlichte Jesus Christus einhergeht, in deren Mitte er also lebt, lebendig, präsent ist. Die Warnung bedeutet also nichts Geringeres, als dass die Gemeinde von Ephesus, wenn sie die innere, liebevolle Beziehung zu Jesus, die erste Liebe, nicht wiederfindet, ihre Stellung als Teil der endzeitlichen Gemeinde Gottes, in der der auferstandene Herr präsent ist, verlieren wird. Das ist ein starkes Wort. Eine Kirche ohne das Feuer der ersten Liebe wird keinen Bestand haben. Eine klare Weisung. Wer könnte leugnen, dass es daran, genau daran in unserer Kirche heute fehlt? Äußerlich scheint es ihr weitgehend gut zu gehen. Wir haben schöne Kirchengebäude, vor allem hier im Süden Deutschlands. Ich bin immer tief beeindruckt von den vielen schönen Barockkirchen, die ich aus meiner Heimat nicht kenne. Wir haben sehr, sehr schöne Kirchen, eine jahrhundertealte Tradition. Wir haben ausreichende finanzielle Mittel. Wir haben einen beeindruckenden Verwaltungsapparat, Schulen, soziale Einrichtungen, Projekte und sogar Synoden. Auf all das schauen manche Ortskirchen mit etwas Neid. Aber die Frage ist, wie steht es mit der ersten Liebe? Sind unsere Gemeinden nicht oft innerlich müde, ausgezehrt, wenig brennend für Christus? Halten sie gewöhnlich nur einen Apparat aufrecht, der aber nicht mehr mit Leben gefüllt ist? Eine wahre Reform der Kirche in Deutschland sollte sich also zuallererst, das wäre der erste Schritt, die Mahnung an die Gemeinde von Ephesus zu Herzen nehmen, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und sie sollte die Energie der Erneuerung des inneren geistlichen Lebens der einzelnen Gläubigen, also dieser persönlichen Begegnung mit dem Herrn, alle Energie darauf verwenden. Also die persönliche Jesus-Beziehung des Einzelnen zu erneuern, wäre das Wichtigste, was der synodale Weg auf den Weg bringen müsste. Und es ist eigentlich nichts anderes als das, was die letzten großen Päpste, Johannes Paul II., Benedikt XVI. Und auch Franziskus, Neuevangelisierung nennen. Ist aber eine geistliche Erneuerung, Neuevangelisierung, tatsächlich das Top-Thema des synodalen Weges? Das können wir uns wirklich fragen. Was man auf jeden Fall durch alle Foren des synodalen Weges hindurch finden kann, ist der Ruf nach einer strukturellen Reform der Kirche mit all den eingangs genannten kirchenpolitischen Themen
Abschaffung des Pflichtzölibats, Weiheamt für die Frau, Liberalisierung der Sexualmoral, Demokratisierung der Leitungsstrukturen und so weiter. Aber wo ist auf dem synodalen Weg wirklich ernsthaft und breit von einer geistlichen Erneuerung die Rede? Wo wird zur Rückkehr zur ersten Liebe aufgerufen? Das würde doch bedeuten, dass der synodale Weg zuallererst einmal noch vor jeder Strukturreform eine geistliche Erneuerung auf ihrer Agenda schreiben müsste. Und die dürfte nicht nur in ein paar frommen Meditationen bestehen, die oft sehr künstlich klingen, wenn man so die Einleitung der Sitzungen sich anhört, sondern darin, die Gläubigen wirklich zu einer kontinuierlichen Begegnung mit Jesus von Angesicht zu führen. Sie müsste also alle Kräfte dafür einsetzen, die Gemeinden durch Gebet und ich finde ganz besonders durch eucharistische Anbetung von Angesicht zu Angesicht mit dem Herrn und durch eine Verlebendigung des sakramentalen Lebens zu einer wirklichen Erneuerung führen, zu einem liebenden Jüngersein, also zur ersten Liebe zurückführen. So zumindest sieht eine wahre Reform nach dem ersten Sendschreiben in der Offenbarung des Johannes aus. Das zweite Sendschreiben ergeht an die Gemeinde von Smyrna in Offenbarung 2, 8 bis 11. An ihr übt Jesus keine Kritik. Sie scheint trotz aller äußeren Bedrängnisse ein gottwohlgefälliges Leben zu führen. Deshalb ermutigt er sie lediglich, weiterhin treu auf dem Weg auszuhalten und sich nicht zu fürchten vor all den Leiden, die noch auf sie zukommen werden. Das dritte Sendschreiben richtet sich an die Gemeinde von Pergamon in Offenbarung 2, 12 bis 17. Diese Gemeinde lobt Jesus für ihr treues Festhalten am christlichen Glauben, obwohl sie dort wohnt, wo der Thron des Satans steht, so in Vers 13. Pergamon war wie Ephesus eine der bedeutendsten und reichsten Städte in der Provinz Asien, in der ein weltliches Leben und vor allem ein glanzvoller Kaiserkult an der Tagesordnung waren. Und dieser ganze Glanz einer Lebenskultur, einer heidnischen Lebenskultur, wurde zur permanenten Versuchung für die junge christliche Gemeinde, sich ihr wieder zu öffnen und Jesus an die zweite Stelle zu rücken. Aber Jesus bestätigt ihr, dass sie dieser Versuchung widerstanden habe. Also einer wesentlichen Versuchung hat sie widerstanden und doch wirft er der Gemeinde vor, dass sie Leute in ihrer Mitte dulde, die der Lehre der Nikolaiten folgen. Die Nikolaiten vertraten die Ansicht, dass die Christen im Alltag auf eine klare Abgrenzung vom Leben ihrer nichtchristlichen Mitbürger verzichten können, um so den Anfeindungen und auch den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Nachteilen zu entkommen. Frage, ist das vernünftig, um unnötige Opfer zu vermeiden? Ist es unschädlich für den eigenen Glauben? Das ist und bleibt, denke ich, schon eine schwierige Frage zu allen Zeiten und natürlich ganz besonders auch für uns heute. Aber wo ist Anpassung an die säkulare Gesellschaft nötig und möglich? Wo liegt die Grenze? Wann kippt die Kompromissbereitschaft um in ein schizophrenes Leben und schließlich in die Preisgabe der eigenen Identität? Diese Frage sollten wir uns heute, denke ich, stellen, ganz bewusst. Die Antwort Jesu ist hier eindeutig: Ich habe gegen dich, dass du solches in deiner Mitte, also in der Kirche, duldest. Eine wahre Reform der Kirche muss deshalb in einem klaren Bekenntnis zu Jesus Christus und im kompromisslosen Stehen zur Lehre der katholischen Kirche bestehen. Frage, ist das auf dem synodalen Weg der Fall? Ich brauche diese Frage gar nicht zu stellen. Von kompromisslos, glaube ich, reden wir heute nicht so gerne. Es ist irgendwie für uns unbequem, von kompromisslos zu sprechen. Aber genau das ist doch biblisch, oder? Hier sollen wir uns vielleicht doch die Ermahnung des Apostels Paulus an Timotheus zu Herzen nehmen, der sagt: Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, bei dem kommenden Richter der Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich, also eine ganz feierliche Einführung, ich beschwöre dich bei all dem. Verkündige das Wort Gottes, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht, weise zurecht, tadle und ermahne in unermüdlicher und geduldiger Belehrung.
Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren kitzeln. Und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien zuwenden. Du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden, verkünde das Evangelium, erfülle treu deinen Dienst. Das wäre ein tolles Motto für den synodalen Weg. Können wir ja mal vorschlagen demnächst. Stattdessen scheinen viele Vertreter des synodalen Weges in vielen Punkten die gesunde Lehre nicht zu ertragen, sondern lieber sich Lehrer zu suchen, die den Ohren kitzeln. So in all den genannten Lieblingsthemen, ich brauche sie nicht zu wiederholen. Hier wird klar und bewusst der Boden der katholischen Lehre verlassen, in dem verwegenen Glauben, dass die Weltkirche schon irgendwann mal auf den Trichter kommt und sich den deutschen Fortschritt anschließen wird. Vorbehalte aus Rom oder Einsprüche von anderen Bischofskonferenzen werden hingegen als mittelalterliche Engstirnigkeit einfach vom Tisch gewischt. Kehr um, sagt Jesus dazu nur in seinem Brief an die Gemeinde von Pergamon, sonst komme ich bald und werde sie mit dem Schwert aus meinem Mund bekämpfen. Das vierte Sendschreiben an die Gemeinde von Thyatira, Offenbarung 2, 18 bis 29, enthält eine ähnliche Problematik wie das vorausgehende Schreiben. Nachdem Jesus die Liebe, den Glauben, den Dienst, das treue Ausharren der Gemeinde gelobt hat, verurteilt er Strömungen in der Gemeinde, die eine Anpassung an das säkulare heidnische Leben befürworten, um eben genau diesen Schwierigkeiten und Benachteiligungen aufgrund des Glaubens aus dem Weg zu gehen. Doch auch dem gegenüber ist die Forderung Jesu eindeutig und damit auch die Erfordernis einer wahren Reform der Kirche eindeutig. Nur das klare Bekenntnis zur ganzen Lehre der Kirche und das kompromisslose Leben danach, ohne verwässernde Zugeständnisse an den Mainstream der Gesellschaft, das ist der Weg, den Gott von uns, den Jesus von uns erwartet. Wenn wir an diesem Punkt einmal ganz kurz nur es ist nicht mein Thema, auf die Reform der Sexualmoral des synodalen Weges schauen, müssen wir feststellen, sie hat ganz getreu nach der Praxis von Thyatira alle von der Gesellschaft seit Jahrzehnten vollzogenen Umbrüche übernommen oder zumindest geduldet. Angefangen von der Gender-Ideologie über die Auflösung der Ehe, Segnung der Homopartnerschaften bis hin zur Herauslösung des Sexuallebens aus der ehelichen Gemeinschaft. Alles Themen einer Erneuerung der Sexualmoral. Eine solche Reform ist gemessen an der Offenbarung des Johannes nicht biblisch, sondern eigenmächtig. Und es ist auch keine wirkliche Reform, sondern eine Auflösung der Moral. Das fünfte Sendschreiben richtet sich an die Gemeinde von Sardes, Offenbarung 3, 1 bis 6. An dieser Gemeinde findet Jesus überhaupt nichts Positives. Lediglich einige aus ihrer Mitte haben den allgemeinen Abfall nicht mitgemacht, sagt er in Vers 4 bis 5. Doch ansonsten gilt, dem Namen nach lebst du, aber du bist tot. Und jetzt fordert Jesus die Gemeinde auf, werde wach und stärke, was noch übrig ist. Denn ich habe nicht gefunden, dass deine Taten in den Augen meines Gottes vollkommen sind. Denk also daran, wie du die Lehre empfangen und gehört hast, halte daran fest und kehr um. Vers 2 bis 3. Dem Namen nach lebst du, aber du bist tot. Eine wahre Reform in der Kirche darf sich also nicht blenden lassen durch eine beeindruckende Institution, die nach außen noch einen Namen besitzt, womöglich auch noch geachtet ist, eine Rolle im öffentlichen Leben spielt, aber von innen her ausgehöhlt, leer, tot, müde geworden ist, die nicht mehr strahlt, die keine geistliche Kraft und damit auch keine missionarische Kraft mehr besitzt. Kaum mehr 9% der Katholiken besuchen sonntags die Heilige Messe. Die Sakramentenkatechese läuft weitgehend ins Leere. Ich könnte graue Haare kriegen, wenn ich erlebe, was in der Pfarrei passiert mit den Kommunionkindern. Kaum haben sie Erstkommunion gefeiert, sind sie schon wieder weg.
Und nicht zuletzt bleibt natürlich auch in einer geistlich toten Kirche auch die geistlichen Berufungen aus. Kein Wunder, dass wir so wenige Priester- und Ordensberufungen haben. Da macht es dann, denke ich, wenig Sinn, wenn der synodale Weg den Priestermangel durch die Aufhebung des Zölibats beheben will oder die Stärkung der Frauen durch die Einführung des Weiheamtes erreichen will. Vielmehr, denke ich, ist dringend nötig, die Selbstsicheren und Schlafenden aufzuwecken, so sagt es unser Text. Die Selbstsicheren und Schlafenden aufzuwecken und offenzulegen, woran es in der Kirche wirklich fehlt, also das Bewusstsein für den geistlichen Leerlauf zu schaffen, für den viele arbeiten und dann hinterher frustriert sind. Wie viele Priester sind frustriert? Kein Wunder, wenn ich eben so fruchtlos arbeiten muss. Um dann den Prozess einer tiefen geistlichen Erneuerung anzustoßen. Das sechste Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia, Offenbarung 3, 7 bis 13, gleicht dem der Gemeinde von Smyrna. Jesus hat nichts an ihr zu kritisieren, sie ist treu und stark geblieben und so ermutigt er sie, einfach durchzuhalten bis zum Ende, bis sie dann am Ende entlohnt werden wird. Das siebte Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea in Offenbarung 3, 14 bis 22 enthält wieder ausnahmslos Kritik. Es heißt da, du bist weder kalt noch heiß. Wärest du doch kalt oder heiß, weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Munde ausspeien. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Vers 15 bis 17. Hier kommen gleich mehrere Schwachpunkte in der Gemeinde zusammen, wie sie vorher auch schon in den anderen Sendschreiben angeklungen sind. Der Gemeinde wird Lauheit in der Liebe und im geistlichen Leben vorgeworfen. Wohl ist sie stolz auf ihren Reichtum, es scheint ihr nichts zu fehlen, und doch ist sie blind. Blind für die innere Leere, für die innere Armut, die geistliche Armut. Im Blick auf unsere Kirche heute, glaube ich, müssen wir sagen, sie gleicht keiner Gemeinde mehr als der von Laodicea. Äußerlich reich und innerlich leer und arm. Umso mehr müsste uns das harte Urteil Jesu erschrecken, dass er eine solche Gemeinde aus seinem Mund ausspeien werde. Ein scharfes Wort, aber so ist eben die Bibel, sie spricht klar und eindeutig und es tut uns gut, denke ich, das auch einfach mal wahrzunehmen. Er wird eine solche Gemeinde aus seinem Mund ausspeien. Lauheit ist offensichtlich schlimmer als eine bewusste Ablehnung, als Atheismus. Warum ist das so? Ich denke, weil laue Menschen fast hoffnungslose Fälle sind. Ich sage bewusst fast, für Gott ist ja kein Fall hoffnungslos. Aber ein lauer Mensch ist sehr schwer zu fassen, sehr schwer zu packen. Mit einem Atheisten kann ich diskutieren und ihn vielleicht noch zu einer intellektuellen Einsicht führen, wenn er auch mit dem Herzen nicht folgen will. Aber einem lauen Menschen, den können Sie ins Horn petzen wie einem Ochsen. Es wird nichts nützen. Es juckt ihn noch nicht einmal. Wie sieht dann aber eine angemessene Reform in einer lauen und reichen Kirche, in einer selbstzufriedenen Kirche aus, die blind geworden ist für ihre eigene Armut? Jesus sagt, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. In Vers 18. Das bedeutet, eine warme, wahre Reform der Kirche besteht zunächst einmal im konsequenten Loslassen alles dessen, was die Kirche aus eigener Kraft, zumindest äußerlich groß, stark, glänzend macht, was sie sich selbst erarbeiten kann, um eine Rolle zu spielen in der Gesellschaft. Stattdessen sucht eine wahre Reform zuerst die konsequente Hinwendung zum Herrn und erwartet alles von ihm. Das wirklich Wertvolle in der Kirche ist eine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus und die kann nur der Herr schenken. Das ist das Gold, von dem hier die Rede ist. Dieses Gold kann ich nicht mir selber aneignen, das muss mir der Herr schenken. Und dieses Gold wird auf jeden Fall, so heißt es im Text, im Feuer geläutert sein. Das heißt, eine wahre Innerlichkeit, eine lebendige Jesusbeziehung, ein geisterfülltes Christsein
Das wird nur durch Prüfungen und Leiden hindurch geschenkt werden können. Wir werden damit automatisch auf Unverständnis und Ablehnung stoßen. Doch eine wahre Reform besteht nicht nur in der inneren Hinwendung zum Herrn, sondern auch in der Bereitschaft, sich von ihm läutern und reinigen zu lassen. So heißt es: Kaufe von mir weiße Kleider und ziehe sie an, damit du nicht nackt dastehst und dich schämen musst. In Vers 18. Die Nacktheit ist in der Erzählung vom Sündenfall ein Bild für die durch die Sünde offenbar gewordene Armseligkeit, Ohnmacht und Todverfallenheit eines Menschen ohne Gott. Die weißen Kleider begegnen auch in der Offenbarung 7 und sie sind hier Bild dafür, dass die Menschen, die sie tragen, durch das Opfer Jesu am Kreuz gereinigt, geheiligt und mit Gott versöhnt worden sind. Grundlegend wurde uns diese Reinigung von den Sünden und die Versöhnung mit Gott schon im Sakrament der Taufe geschenkt und im Sakrament der Buße wird es uns immer wieder neu zugewendet, wenn wir gefallen sind. Das bedeutet also für eine wahre Reform der Kirche, dass wir die Sakramente von Taufe und Buße neu entdecken müssen. Es ist eine wesentliche Aufgabe der Neuevangelisierung, die Sakramente, die ja Orte der unmittelbaren Begegnung mit dem Herrn sind, wo er am Menschen handelt, direkt und unmittelbar, diese Sakramente neu zu entdecken, neue Zugänge zu schaffen, dass sie wieder lebendig werden. Es ist wichtig, dass wir uns an die in ihnen geschenkte Gnade immer wieder erinnern, zum Beispiel durch Tauferneuerungsfeiern, die ja in der Liturgie der Kirche auch vorgesehen sind. Und dass wir vor allem diese Gnade auch ergreifen, erfassen, in Anspruch nehmen, so zum Beispiel im Sakrament der Versöhnung, der Buße. Und so denke ich, dass eine Renaissance der Kirche, eine Reform der Kirche ohne Renaissance dieser Sakramente, Taufe und Firmung nicht möglich ist. Und nicht zuletzt fordert Jesus die Gemeinde von Laodicea auf, bei ihm Salbe für die Augen zu kaufen, damit sie sehen kann. Also Gold, weiße Kleider und Salbe für die Augen, damit sie sehen kann. Eine solche Salbe von Gott erworben, um die eigene geistliche Blindheit zu überwinden und den wahren inneren Zustand zu erkennen, ist in meinen Augen die Heilige Schrift. Das Wort Gottes. Denn sie gibt die Kriterien für eine Unterscheidung der Geister an die Hand. In ihrem Licht vermögen wir die Vorgänge in der Gesellschaft, aber auch in unserem persönlichen Leben ganz neu wahrzunehmen und in ihrer rechten Ordnung zu beurteilen. Das bedeutet, eine wahre Reform der Kirche wird auch nicht ohne eine Renaissance der Heiligen Schrift auskommen. Was ja auch schon Congar gesagt hat, es braucht eine Erneuerung der Bibel, ein neues Leben aus der Bibel. Aber wie sieht es damit heute in der Kirche aus? Wie viele Katholiken lesen regelmäßig die Heilige Schrift und wer lebt gar aus ihr? Und was tut der synodale Weg für eine Renaissance der Bibel im Leben der einzelnen Christen und damit für eine Reform der Kirche aus den Weisungen des Wortes Gottes? Zumindest im Bereich der Sexualmoral tut sie genau das Gegenteil. Man erklärt die Bibel für veraltet und die in den Schöpfungsberichten begründete Sexualmoral für überholt. Am Ende des Briefes an die Gemeinde von Laodicea steht das rätselhafte Wort: Wen ich liebe, den weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Mach also ernst und kehr um. Vers 19. Dahinter steht die einfache Weisung, dass Weisheit, dass eine wahre Reform der Kirche nicht mit breiter Zustimmung und schon gar nicht mit einem Sturm der Begeisterung rechnen kann, sondern im Gegenteil mit Unverständnis, mit Ablehnung, vielleicht sogar mit Verfolgung rechnen muss. Wahre Reform wird nur durch Widerstand und Leiden hindurch zu erreichen sein. Es ist eine alte Erfahrung, sogar der Propheten des Alten Testamentes und besonders des großen Propheten Jesu schlechthin, dass tatsächlich eine Reform der Kirche nur zu erreichen ist,
durch den Widerstand und das Leiden hindurch. Warum sollte es uns erspart bleiben? Aber wir erschrecken davor. Und deswegen versuchen wir uns ständig anzupassen, 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 weil wir Angst haben. Angst vor Widerstand. Den Abschluss eines jeden Sendschreibens bildet der Aufruf Jesu an die Gemeinde: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das zeigt uns, eine wahre Reform der Kirche geschieht immer und nur im Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist es, der die nötige Einsicht verleiht in das, was zu tun ist und das, was zu lassen ist. Und er ist auch der, der die nötige Einsicht verleiht, wie wir den Müden und den Lauen neue Kraft geben können. Der Geist ist es eigentlich, der den Müden und den Lauen neue Kraft gibt. Der Geist Gottes ist es, der das Verkrustete wieder aufbricht, das Verdorrte wieder blühen lässt. Wir beten das ja in der Pfingstsequenz. Der Geist ist es, der das Abgestorbene zu neuem Leben zu erwecken vermag. Schon im Alten Testament sagt Gott, dass er die Herzen der Menschen erneuern wird, durch seinen Geist das Herz aus Stein aus ihrer Brust nehmen und ihnen ein Herz von Fleisch geben wird. Ein Herz, das von seinem Geist, vom Geist Gottes erfüllt sein wird. Der Geist, der Heilige Geist, ist also der eigentliche Reformator in der Kirche und wir sind nur seine Werkzeuge. Eine Reform wäre viel einfacher und nicht so kostspielig, wenn wir das ernst nehmen würden. Ich möchte jetzt ganz kurz noch die Punkte zusammenfassen und dazu den Bildschirm teilen und hoffe, dass mir das gelingt. Die Elemente einer wahren Reform in der Kirche ist also erstens Umkehren zur ersten Liebe. Das bedeutet Priorität einer Erneuerung des inneren geistlichen Lebens der Gläubigen, Wiedergewinnung einer persönlichen, liebenden Jesusbeziehung. Das Anliegen der Neuevangelisierung. Dies geschieht praktisch durch eine Vertiefung des Gebetslebens, durch die Pflege der eucharistischen Anbetung, das heißt durch die Begegnung mit Jesus von Angesicht zu Angesicht und durch die Wiederentdeckung der Sakramente. Zweitens, klares Bekenntnis zu Jesus Christus und zur Lehre der katholischen Kirche. Drittens, Leben nach der Lehre der katholischen Kirche ohne verwässernde Zugeständnisse an den Mainstream der Gesellschaft. Viertens, sich nicht zufrieden geben mit einer zwar reichen und funktionierenden, aber innerlich desolaten und ausgezehrten Kirche. Fünftens, umdenken von einer Kirche des Machens hin zu einer Kirche des Empfangens. Sechstens, Wiederentdeckung der Sakramente, der Versöhnung und der Taufe. Siebtens, Wiederentdeckung der Heiligen Schrift als Wort Gottes, das nährt und Orientierung schenkt. Und achtens, Vertrauen auf den Heiligen Geist als den eigentlichen Reformator, der in uns wirkt. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Schwester Theresia. Das war ein großer Bogen, den Sie für uns aufgetan haben. Ich glaube, ganz in der Tradition von Yves Conger, nämlich zurück an die Quellen der Heiligen Schrift, in diesem Fall an die Texte der Offenbarung und die Sendschreiben. Das war auch harter oder sagen wir mindestens sehr mutiger Tobak und ich freue mich jetzt auf die Diskussion und das Gespräch, mit dem wir nochmal hier und da nachhören können bei Ihnen. Eine Frage aus dem Chat, vielleicht kann ich damit beginnen, ist komplex, aber vielleicht können Sie kurz darauf Stellung nehmen. Hier fragt Ruth Seubert Sie, wie unterscheiden wir denn den Zeitgeist von den sogenannten Zeichen der Zeit? Was gibt uns dafür ein Handwerkszeug? Die Heilige Schrift. Genau das habe ich versucht ja zu erklären. Es wäre wichtig, dass wir die Heilige Schrift lesen, verinnerlichen, weil sie die Kriterien einer Unterscheidung der Geister an die Hand gibt. Wenn ich zum Beispiel die Sexualmoral
es beschäftigt mich immer wieder, weil ich das ganz furchtbar finde, was in diesem Text dieses Forums zu finden ist. Wenn ich dieses zu allem sehe und lese den Schöpfungsbericht, wo all das grundgelegt ist, was man dort über den Haufen wirft, wo ganz klar Gott den Menschen als Mann und Frau erschaffen hat, wo ganz klar Gott den Menschen füreinander geschaffen hat, eine Gemeinschaft zu bilden, wo die Gemeinschaft der Ehe grundgelegt ist, mit dem Auftrag, fruchtbar zu sein und damit am Schöpferwirken Gottes in der Welt teilzuhaben und damit auch im Grunde in die Geschichte hinein zu wirken. Und dann lese ich auf der anderen Seite, es ist alles, steht alles nebeneinander, es kann Ehe geben, aber es soll auch Homo-Gemeinschaften geben, man löst die Sexualität aus der ehelichen Gemeinschaft heraus und so weiter. Dann denke ich, es steht doch klar und eindeutig hier, da hätte ich ein Kriterium der Unterscheidung. Ich muss es nur annehmen. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir zu stolz sind, die Heilige Schrift anzunehmen als das, was sie ist. Natürlich muss man vieles auch auslegen, das ist selbstverständlich. Ein Schöpfungsbericht kann ich nicht eins zu eins lesen. Das ist klar, als Bericht, wie es mal am Anfang gewesen sein könnte. Aber die Mühe muss man sich machen, der Auslegung. Aber dann, glaube ich, gibt sie mir die Kriterien an die Hand, wie ich bestimmte Vorgänge in der Gesellschaft interpretieren und deuten kann. Vielen Dank. Maria Groß, bitte, aus dem Panel. Werden sollen. Also mir fällt als biblische Gestalt Martha ein, die ja Christus empfängt. Sie ist die Gastgeberin und sie bemüht sich nach Kräften. Sie stellt alles auf den Kopf, damit es ein gutes Festmahl gibt. Und sie wird aber von Christus sehr harsch korrigiert, indem er sagt, du gibst dir viele Mühe, aber nur eines ist wichtig. Das heißt, sie empfängt eine Korrektur von Christus, ähnlich wie das in den von Ihnen zitierten wirklich sehr, sehr interessanten Briefen der Fall ist. Also vielen Dank dafür, dass Sie das alles genannt haben. Und für mich ist interessant, warum nimmt Martha sich diese Kritik zu Herzen? Das ist natürlich jetzt bewusst diese Wortwahl von mir. Sie ist natürlich, sie ist verletzt. Sie merkt, Christus hat da einen Punkt getroffen. Natürlich bin ich eine total gute Managerin hier. Aber in der Tiefe meines Herzens weiß ich, dass es nicht darum geht, wenn Christus kommt. Im Grunde geht es um das, was Maria ihr vorlebt, nämlich zu empfangen, zuzuhören, also wirklich dass das Wesen Christi anzuerkennen, seine Göttlichkeit. Und also für mich ist das genauso in Bezug auf die Sexuallehre der Kirche. Ganz wesentlich finde ich, ich bin ja selber aktiv in dem Bereich tätig, ganz wesentlich finde ich, den Menschen die Möglichkeit zu geben, zu entdecken, was da in ihnen verletzt ist, was das tiefste Bedürfnis ist, zu entdecken, dass tatsächlich dieser Wunsch da ist, nach einer treuen, ungeschuldeten, auf Fruchtbarkeit angelegten Beziehung, die uns geschenkt ist im Wesentlichen. Also ich glaube, diese Dynamik gilt es zu unterstützen, dass die Einzelnen sich ihrer Bedürftigkeit bewusst werden, dass sie wirklich den Wunsch bekommen zu empfangen. Also das kann nur in jedem Einzelnen entstehen und das gilt es zu unterstützen. Ja, vielleicht darf ich noch ergänzen, auch dieser Wunsch, im Tiefsten eben doch so zu leben, wie es dem Menschen eigentlich entspricht, ist doch auch schon ein Geschenk von Gott. Er hat ja in uns diese Struktur hineingelegt. Und was wir tun in den Beratungen, ist nur das, was Gott in diesen Menschen schon hineingelegt hat, die Sehnsucht nach Reinheit, die Sehnsucht nach einem Sexualleben in der rechten Ordnung, zu unterstützen. Insofern dienen wir auch wieder dem Geschenkten. Vielen Dank. Eine weitere Rückfrage aus dem Panel von Margarete Strauß, bitte. Wunderbaren Beitrag. Ich liebe die 7-Cent-Schreiben sehr. Und ja, ich habe noch einmal ein wenig mehr darüber nachgedacht und ja noch mal festgestellt, so der rote Faden all dieser verschiedenen Kritikpunkte Jesu bei den verschiedenen Gemeinden ist ja wirklich
die Umkehr. Immer wieder heißt es, kehre um, kehre um. Und auch ja, zu Anfang eigentlich natürlich des öffentlichen Wirkens Jesu ist das ja auch das allererste, was kommt, nämlich der Umkehrruf. Ne? Richtig. Das Reich Gottes ist nahe, kehr um und glaub an das Evangelium. Und wie schwer es uns doch eigentlich fällt, diese persönliche Umkehr an den Anfang zu stellen. Und ich denke, das ist wirklich der eigentliche Punkt, den ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr betonen wollte. Denn ohne persönliche Umkehr werden Menschen nicht von sich aus beten oder zur Anbetung kommen oder ein sakramentales Leben aufnehmen, wenn da nicht zuerst die Umkehr kommt als diese Herzensbewegung hin zu Christus. Und dieses ja ist natürlich auch wieder etwas, das man empfangen muss. Und natürlich ist der Umkehrbegriff auch in unseren heutigen Reformbewegungen immer wieder präsent, aber es ist immer eine kollektive Umkehr, ein kollektiver Begriff. Umkehr von den Strukturen, vom Klerikalismus, was da immer so kommt. Und irgendwie erinnert mich das auch etwas an ja, andere religiöse Kontexte, wie viele Anstrengungen eigentlich immer unternommen werden müssen, um ein besseres Leben zu erzielen. Aber immer diese persönliche Umkehr umgangen wird. Und das ist etwas, das unangenehm ist, das schmerzt. Und wie Sie ja auch sagten, etwas, das mit Leiden zu tun hat, aber eben nicht ohne, also es funktioniert nicht ohne. Ich habe vielleicht gerade als Ergänzung dazu, Schwester Theresia, vielleicht können Sie es dann in eins nehmen, eine Frage, die das im Grunde genommen ein Stück weit von hinten aufzäumt, was Sie, Frau Strauß, gerade gesagt haben, nämlich die Frage aus dem Chat, mit welchen strukturellen Reformen könnte man Menschen zu einer echten Liebesbeziehung mit Jesus führen? Ist das überhaupt möglich, mit strukturellen Reformen Menschen in eine persönliche Liebesbeziehung zu führen? Ich glaube nicht. Liebe kann man nie über Strukturen befehlen. Und das Wesen jeder Reform ist die persönliche Umkehr zur ersten Liebe. Das steht ja im Grunde auch am Anfang. Die Gemeinde von Ephesus, die erste, die genannt wird, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Durch Strukturen kann man keine Umkehr und keine Liebe erzielen. Was man kann, aber ich nenne das nicht Strukturveränderung, ist Räume zu schaffen, denen Menschen diese persönliche Begegnung mit Jesus möglich ist. Die ist leider in unserer Kirche mehr und mehr reduziert worden. In vielen großen Städten, aber auch leider schon hier bei uns in den Dörfern, sind die Kirchen oft tagsüber abgeschlossen. Wo können Menschen noch eine persönliche Begegnung mit Gott suchen, wenn sie in Nöten sind? Früher ist man mal in der Kirche vorbei, schnell reingegangen und hat da eine Begegnung mit Gott gesucht und erfahren können. Das können sie heute nicht mehr. Sie sind auf sich selbst angewiesen. Da könnte, aber das ist keine Strukturreform, da könnte die Kirche bewusste Änderungen herbeiführen, Menschen Räume der Begegnung zu eröffnen. Oder ich habe nach einem Glaubenskurs in einer Gemeinde, waren über 20 Leute da, die bereit gewesen wären, einmal in der Woche eine Stunde Anbetung zu machen. Aber der Pfarrer hat gesagt, das mag ich nicht, dann kann ich hier, ich kann nicht immer morgens und abends einsetzen. Wofür ist er Priester? Ja. Wenn die Menschen die Begegnung mit Gott suchen, dann muss ich sie ermöglichen. Es gibt auch andere Wege, eine Aussetzung zu machen, ohne dass er selbst präsent ist. Aber es war für ihn einfach nicht möglich, weil er selber wahrscheinlich diese Notwendigkeit gar nicht empfunden hat. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Räume schaffen, aber es sind keine Strukturreformen. Vielen Dank. Als letzte Frage an Sie, Thomas Möllenbeck, bitte. Kirchen öffnen und Anbetung ermöglichen ist eine Sache, aber ich frage mich, ob nicht die Schrift verschlossen ist, den allermeisten Menschen. Ja. Und zwar auch durch Vertreter ihrer Zunft. Ja. Schon manchem Exegeten bin ich begegnet, der einfach bestritten hat, dass Jesus Gottes Sohn war. Den haben nur die Apostel zu dieser erhöhten Gestalt gemacht. Aber das ist ja nicht nur Fachwissen der Exegeten, sondern letzte Woche bin ich einer 24-jährigen Ärztin begegnet, die sagte, ja, für sie ist zwar Jesus Gott, aber
das, was die Apostel da so im Neuen Testament geschrieben haben oder so, das ist nicht vertrauenswürdig. Das ist ja nur Menschenwort. Da kann man sich nicht drauf verlassen, dass das ein Widerspruch ist in sich. Das hat sie so nicht gemerkt. Aber es zeigt ja dieses, die Bibel aufschlagen. Und jetzt lasse ich mich mal von Jesus ansprechen, dem ich da begegne. Das ist vielen Menschen, die auf eine katholische Schule gegangen sind oder durch ein katholisches Studium gegangen sind, nicht mehr möglich. Wie würden Sie denn solchen Menschen begegnen? Was empfehlen Sie da? Meinen Sie, da kann man nichts machen? Oder soll man da jetzt intellektuell argumentieren über den Wahrheitsanspruch der Bibel und wie der gerechtfertigt ist? Was empfehlen Sie? Was ich konkret mache, immer in den Gemeinden, ist Folgendes. Wenn ich diesen Glaubenskurs neben Neuland unter den Pflug halte, eine Stunde Auslegung der Heiligen Schrift und eine Stunde eucharistische Anbetung. Und ich sage immer, das, was ihr in der Heiligen Schrift erfahren habt, wird sich in der Anbetung vertiefen. Das wird euch dort von Jesus, von Gott selber zugesprochen. Es braucht die Auslegung. Es wäre Hochmut zu sagen, wir verstehen jetzt heute alle einfach so die Bibel, wenn wir sie aufschlagen. Das ist nicht der Fall. Es braucht eine gute geistliche Auslegung. Und hier hat die Exegese leider viel gesündigt, muss man sagen. Gerade im Neuen Testament, ich möchte es nicht sagen, der Professor Reiser macht es ja anders. Er wird vielleicht auch da sein. Er macht es wirklich anders. Aber im Neuen Testament hat man oft alles reduziert auf so wenige Urworte Jesu, die er angeblich gesprochen hat, die Wunder und alles, was man so im Neuen Testament finden kann, als nur als Gemeindetheologie verkauft. Das ist eine Katastrophe, die bis in die Lehrbücher, in die Schulbücher hinein vorgedrungen ist. Das prägt natürlich das Denken der jungen Menschen heute. Da hilft eigentlich in meinen Augen nicht große Diskussion, das auch. Man muss ihnen auch intellektuell zeigen, wie damals ein biblisches Buch entstanden ist und wie die Tradition, die mündliche Tradition, schriftliche Tradition und so weiter, was die Exegese ja auch kann. Aber dann braucht es eine geistliche Auslegung der Heiligen Schrift und dann braucht es eine Vertiefung im Angesicht Jesu. Ich finde diese Kombination zwischen Bibelauslegung und Anbetung sehr wichtig. Und die Erfahrung, die ich in all den Glaubenskursen gemacht habe, dass die Leute gesagt haben, erst da in der Anbetung ist es mir so richtig ins Herz gedrungen. Also da kann der Herr, ist er anwesend, gegenwärtig, nicht ein Stück Brot, er ist leibhaft mit seiner Gottheit und Menschheit gegenwärtig. Er kann doch mit Leichtigkeit sein Wort in mein Herz fallen lassen. Also diese Kombination würde ich empfehlen. Wunderbar. Liebe Schwester Theresia, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses sehr eindrucksvolle Erzeugnis, was Sie jetzt mit uns geteilt haben. Ich wünsche jedem Pfarrgemeinderat, jedem Domkapitel und jeder Bischofskonferenz, dass man sich die 20 Minuten, die Sie jetzt zu uns gesprochen haben, nochmal vornimmt, weil ich wirklich glaube, dass das Augensalbe war, die Sie hier heute ausgeteilt haben. Haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank dafür.